Wie geht's? Hoffentlich gut. Heute machen wir eine kurze Wiederholung zum Lektion 32. Wir beginnen mit Grammatik, deshalb und trotzdem. Was ist deshalb und trotzdem? Beide sind Kausaladverben oder Adverbs of Reason. Beide sind die Kausaladverben oder Adverbs of Reason. Und was bedeutet deshalb und trotzdem? Deshalb means therefore oder that's why. But trotzdem means in spite of that. Deshalb means auf Deutsch zeigt eine Folge, aber trotzdem zeigt einen Gegensatz. Noch einmal, deshalb zeigt eine Folge, aber trotzdem zeigt einen Gegensatz. Wir schauen uns hier ein paar Beispiele an. Erstens, Sophia hat Fieber, deshalb will sie nicht zum Casting gehen. Zweitens, Sophia hat Fieber, trotzdem will sie zum Casting gehen. Was ist der Unterschied zwischen beiden Sätzen? Im ersten Satz ist das eine Folge. Im ersten Satz ist das eine Folge. Sophia hat Fieber. Die Folge, sie will nicht zum Casting gehen. Sophia ist krank. Sie will nicht zum Casting gehen. Im zweiten Beispiel, Sophia hat Fieber, trotzdem will sie zum Casting gehen. Das ist hier einen Folgensatz. Bitte einen Gegensatz. Hier, das ist einen Gegensatz. Okay? Sophia hat Fieber, trotzdem der Gegensatz, sie will zum Casting gehen. Okay, noch einmal, deshalb zeigt eine Folge, aber trotzdem zeigt einen Gegensatz. Deshalb und trotzdem stehen auf Position 1. Sophia hat Fieber, Komma, deshalb. Deshalb, hier ist wo, steht auf Position 1. Deshalb will. Will, das ist das Verb des Satzes. Will. Wo steht es? Es steht auf Position 2. Okay. Noch einmal. Deshalb und trotzdem stehen auf Position 1 und das konjugierte Verb steht auf Position 2. Okay. Übungen. Verbinde die Sätze mit deshalb oder trotzdem. Nummer 1. Jonas durfte nicht im Tower arbeiten. Er war mit seinem Praktikum zufrieden. Was benutzen wir hier? Trotzdem oder deshalb? Jonas durfte nicht im Tower arbeiten. Nicht. Er war mit seinem Praktikum zufrieden. Hier, das ist einen Gegensatz. So benutzen wir trotzdem. Jonas durfte nicht im Tower arbeiten. Trotzdem, wo ist das Verb war? Trotzdem war er mit seinem Praktikum zufrieden. Jonas durfte nicht im Tower arbeiten. Den Gegensatz, trotzdem, das Verb war auf Position 2, trotzdem war er, Personalpronomen steht auf Position 3 nach dem Verb. Trotzdem war er,
mit seinem Praktikum zufrieden. 2. Die Medien AG hat im Wettbewerb gewonnen. Luisa und Sophia fahren nach Salzburg. Es gibt hier gewonnen. Und sie fahren nach Salzburg. Was benutzen wir hier? Ja, deshalb. Eine Folgesatz. Das ist eine Folgesatz. Die Medien AG hat im Wettbewerb gewonnen. Deshalb fahren Luisa und Sophia nach Salzburg. 3. Anna findet Trailfahren sehr gefährlich. Sie musste es nicht machen. Anna findet Trailfahren sehr gefährlich. Sie musste es nicht machen. Was benutzen wir hier? Trotzdem oder deshalb? Wir benutzen hier deshalb. Warum? Das ist eine Folgesatz. Anna findet Trailfahren sehr gefährlich. Deshalb mussten sie es nicht machen. Warum? Sie findet Trailfahren sehr gefährlich. Nummer 4. Ich gehe abends immer früh ins Bett. Ich bin am nächsten Tag immer müde. Ich gehe abends immer früh ins Bett. Anna Damon benehmen, Badji. Ich bin am nächsten Tag immer müde. Lakin yom التاني برضو ببقى تعبان. يبقى هنا هنستخدم einen Folge oder einen Gegensatz. Das ist hier einen Gegensatz. Ich gehe abends immer früh ins Bett. Trotzdem bin ich am nächsten Tag immer müde. Okay. Dann hier ist die Zahlen. Die Zahlen. Wir studieren die Zahlen von 100 bis 1 Million. 100, 100, 100, 101, 101, 200. Die nächste 237. 237. 1000, 1000, 1000, 1000. Die nächste 1000, 100, 1000, 100, 1000, 100, 2000, 2000, die nächste 2000, 530, nächste 10.000, 10.000, nächste 78.000, 700. 100.000. 100.000. Die nächste 945.310. 1 Million 238.410. 417. Okay, das ist alles. Tschüss.